Was ist Liebe? Diese Frage war wahrscheinlich noch nie wichtiger als heutzutage. Und obwohl es so eine einfache Frage zu sein scheint, kann kaum jemand diese Frage richtig beantworten. Denn wenn man das Wort Liebe sagt, denkt jeder an Beziehungen, an romantische Komödien oder How I Met Your Mother oder an Popsongs von Adele oder Ed Sheeran. Aber das Bild, das Hollywood von Liebe zeichnet, ist nur die halbe Wahrheit. Denn Liebe heißt nicht, dass man den Mann oder die Frau seines Lebens findet und bis zum Tod an seiner oder ihrer Seite bleibt. Und Liebe heißt auch nicht, dass man sich unter Mistelzweig küsst und romantisch essen geht. Also was ist Liebe wirklich? Checken wir mal kurz, was Wikipedia dazu sagt. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung zu einem oder mehreren Menschen. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zu anderen ausdrückt. Liebe ist also ein Gefühl zwischen Menschen. Aber diese Definition reicht mir nicht, denn Liebe ist mehr als ein Gefühl. Der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, das ist Liebe. Das sagte einst der chinesische Philosoph Chu Li. Um besser zu verstehen, was er damit meint, können wir ja mal einen Blick darauf werfen, was der französische Philosoph Pierre Teilhard de Chardin über die Liebe sagte. In ihrer biologischen Realität betrachtet, ist die Liebe nicht auf den Menschen beschränkt. Sie ist die Anziehung, die ein Wesen auf ein anderes ausübt. Wenn nicht schon im Molekül auf unglaublich rudimentärer Stufe eine Neigung zur Vereinigung bestünde, so wäre das Erscheinen der Liebe auch auf höherer Ebene in der menschlichen Form physisch unmöglich. In einfachen Worten sagt Teilhard de Chardin hier nichts anderes, als dass die Liebe die Antriebskraft des gesamten Universums sei und dass ihr Ziel die Einheit aller Dinge ist. Und das gleiche sagte auch der amerikanische Autor Neil Donald Walsh. Das Gefühl der Einheit ist das Gefühl, das ihr Liebe nennt. Und ebenso äußerte sich auch Meister Eckhart, einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen des Mittelalters, über die Liebe. Gehe ganz aus dir hinaus aus Liebe zu Gott, und Gott wird ganz aus sich hinausgehen aus Liebe zu dir. Was dann bleibt, ist die schlichte Einheit. Wahre Liebe ist also Einheit. Das heißt, dass so ziemlich unsere ganze Gesellschaft falsch liegt. Wir sagen Dinge wie ich liebe dich oder sie liebt ihn. Aber wenn Liebe Einheit bedeutet, kann man nicht eine Person lieben. Die Liebe zu einer Person besteht dann darin, dass man sich selbst als eins mit der anderen Person begreift. Das gleiche Verständnis von Liebe legt übrigens auch der Sexualakt nahe. Die Intimität beim Sex ist der Moment, in dem Menschen am ehesten eins miteinander sind und miteinander verschmelzen. Kein Wunder also, dass wir diesen Akt auch salopp Liebe machen nennen. Ebenso ist es kein Wunder, dass eine Mutter die stärkste Liebe zu ihrem Kind empfindet. Denn mit ihm teilt sie nun mal einen Großteil ihrer Gene und ihr Kind war mindestens 9 Monate sogar biologisch gesehen eins mit ihr. Auch der indische Guru Nisargadatta Maharaj wusste übrigens um die wahre Natur der Liebe. Er schrieb: In der Liebe gibt es noch nicht mal den einen. Wie kann es da zwei geben? Liebe ist die Weigerung zu trennen, Unterschiede zu machen. Bevor sie an Einheit denken können, müssen sie erst die Zweiheit abschaffen. Wenn sie wirklich lieben, sagen sie nicht, ich liebe sie. Wo immer etwas in Gedanken gefasst wird, gibt es Dualität. Und Dualität ist nun mal das Gegenteil von Einheit. Und wahre Liebe ist Einheit. Liebe ist, wenn man sich im anderen wiedererkennt. Liebe ist, wenn man versteht, dass man selbst und der andere im Kern gleich ist. Wenn man merkt, dass es gewissermaßen kein Selbst und keinen anderen gibt, sondern dass man immer schon ein und dasselbe war. Auch Barack Obama hatte diese Einsicht, als er sagte, Gerechtigkeit erwächst daraus, dass man sich selbst im anderen wiedererkennt und erkennt, dass die eigene Freiheit von der Freiheit des anderen abhängt. Zum Schluss dieses Videos also noch ein Appell. Versteckt euch nicht länger vor der Tatsache, dass ihr im Kern eures Wesens ein und dasselbe seid. Denn genau das ist das bekanntlich schönste Gefühl der Welt, die Liebe. Das war's für heute mit Wissenswert. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. I hope someday